Nur noch wenige Tage, dann kommt es am Sonntag, den 16. Februar, in Langen zur entscheidenden Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Die beiden verbliebenen Kandidaten, Herausforderer Dr. Jan Werner und Amtsinhaber Frieda Gebhardt, nutzten die Podiumsdiskussion in der Langener Stadthalle, um noch einmal Werbung für die eigene Politik zu machen. Ich muss dem vorausschieben, es geht nicht um mich, es geht um unsere Stadt. Die Stadt Langen steuert im Grunde auf griechische Verhältnisse zu. Wenn wir es... Die beiden Kandidaten nahmen zu den unterschiedlichsten Punkten Stellung. Das vorherrschende Thema war allerdings die finanzielle Situation der Stadt. Da will ich Ihnen gar keine Hoffnung machen, da können wir keine großen Summen in den nächsten Jahren investieren. So glaube ich, dass wir nicht auf einen Standort ist, da können wir nichts machen. Und intensiv Sie sich mit der Finanzsituation unserer Stadt und dem, was so passiert, beschäftigen, zeigt gerade Ihre letzte Aussage. In einem kurzen Statement fasst Bürgermeister Frieda Gebhardt zusammen, warum die Langener Bürger ihn wählen sollen. Ja, ich bin vor 6 Jahren als Kandidat angetreten, eben schon damals mit der Absicht, nicht nur für eine Legislaturperiode zu kandidieren, sondern für mindestens 2. Ich denke, ich habe in den 6 Jahren einiges auf den Weg gebracht und möchte das weiterentwickeln. Es geht bei dieser Wahl nicht um mich, es geht um Langen und ich möchte Langen weiterbringen. Wir sind auf einem guten Weg und diesen guten Weg, den wir eingeschlagen haben, den möchte ich auch gerne fortsetzen. Auch Herausforderer Jan Werner umschreibt in wenigen Worten, warum er die bessere Wahl sei. Weil ich aus dieser Stadt komme, weil ich es mir zutraue und weil ich denke, dass wir vieles in Langen verbessern müssen. Gemeinsam mit den Bürgern möchte ich verkrustete Strukturen aufbrechen. Herzlich bitte ich um Ihre Unterstützung am 16. Februar. Alle Stühle in der Stadthalle waren besetzt. Viele mussten bis ins Foyer stehen. Über 1000 Langener nahmen an der regen Diskussion teil. Die Moderatoren Markus Scheible und Holger Borchert von der Langener Zeitung mussten das diskutierfreudige Publikum das ein oder andere Mal höflich zur Rücksichtnahme auf die Regeln der Veranstaltung hinweisen. Die Stichwahl scheint die Langener Bürger regelrecht zu elektrisieren. Aber auch aus unserer Praxis jetzt raus, die wir das nun schon ein paar Jährchen begleiten, das wäre jetzt wirklich alles nicht mehr, nicht weniger als die Glaskugel, um das zu versprechen. Ja. Wenn Sie jetzt von hier 15 Millionen hören, ich nehme es jetzt mal vorweg, was erwarten Sie davon? Es ging um Ihren, ich will ihn nicht bewerten, Vergleich mit Griechenland. Darum geht es. Wer ist denn jetzt dran? Sie! Also, Moment, ich glaube, langsam bin ich mal dran. Wer nun letztendlich der neue Bürgermeister wird, entscheiden die Langener am Sonntag. Bis 18 Uhr haben sie Zeit, die Stimme abzugeben.